Zertifikat B1. Modul Hören. Modellsatz. Hören, Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Jan, hier ist Frank. Wir wollten doch im Sommer eine Woche ans Meer fahren. Ich bin gerade im Internet. Im Juni gibt es noch günstige Flüge nach Sizilien. Die Übernachtung müssen wir noch klären. Meine Tante wohnt doch dort. Bei ihr könnten wir vielleicht schlafen. Ansonsten bieten die hier auch noch billige Hotelzimmer an. Oder wir gehen campen. Das fände ich am besten. Ich schicke dir den Link. Schau es dir doch mal an. Tschüss. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Jan, hier ist Frank. Wir wollten doch im Sommer eine Woche ans Meer fahren. Ich bin gerade im Internet. Im Juni gibt es noch günstige Flüge nach Sizilien. Die Übernachtung müssen wir noch klären. Meine Tante wohnt doch dort. Bei ihr könnten wir vielleicht schlafen. Ansonsten bieten die hier auch noch billige Hotelzimmer an. Oder wir gehen campen. Das fände ich am besten. Ich schicke dir den Link. Schau es dir doch mal an. Tschüss. Lesen Sie nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Frau Stein, hier ist die Praxis Dr. Becker. Es geht um Ihre Grippeimpfung. Frau Dr. Becker muss zu einer Operation. Könnten Sie vielleicht auch am Freitag um 14 Uhr kommen? Das ist dann noch in diesem Quartal. Sie müssten also die 10 Euro Praxisgebühr nicht zahlen. Geben Sie mir bitte heute noch Bescheid, ob Sie Zeit haben. Ach, und noch etwas. Ihre Chipkarte ist bei uns. Sie haben sie letztes Mal bei uns vergessen. Danke und auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Frau Stein, hier ist die Praxis Dr. Becker. Es geht um Ihre Grippeimpfung. Frau Dr. Becker muss zu einer Operation. Könnten Sie vielleicht auch am Freitag um 14 Uhr kommen? Das ist dann noch in diesem Quartal. Sie müssten also die 10 Euro Praxisgebühr nicht zahlen. Geben Sie mir bitte heute noch Bescheid, ob Sie Zeit haben. Ach, und noch etwas. Ihre Chipkarte ist bei uns. Sie haben sie letztes Mal bei uns vergessen. Danke und auf Wiederhören. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Frau Brahms, Ulf Thomas hier von der HGB-Versicherung. Sie haben sich bei uns als Verkaufsleiterin beworben, doch leider fehlen in Ihren Unterlagen 2 Zeugnisse, die für die Bewerbung sehr wichtig sind. Es geht um die Zertifikate für die besuchten Computer- und Englischkurse. Die haben Sie zumindest so in Ihrem Lebenslauf genannt. Ich bitte Sie, diese Unterlagen so schnell wie möglich an uns zu schicken oder mich bei Rückfragen anzurufen. Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Frau Brahms, Ulf Thomas hier von der HGB-Versicherung. Sie haben sich bei uns als Verkaufsleiterin beworben, doch leider fehlen in Ihren Unterlagen 2 Zeugnisse, die für die Bewerbung sehr wichtig sind.
Es geht um die Zertifikate für die besuchten Computer- und Englischkurse. Die haben Sie zumindest so in Ihrem Lebenslauf genannt. Ich bitte Sie, diese Unterlagen so schnell wie möglich an uns zu schicken oder mich bei Rückfragen anzurufen. Vielen Dank. Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Achtung Autofahrer! Auf der Autobahn A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eschenried und Ausfahrt Dachau hat sich ein Unfall ereignet. Momentan ist der rechte Fahrstreifen blockiert. 12 Kilometer Stau. Im Stadtgebiet München kommt es aufgrund des starken Berufsverkehrs zu Behinderungen. Stau auch am Richard-Strauss-Tunnel wegen einer Baustelle. Bitte umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig. Radio Liberty, alle 15 Minuten für ganz Süddeutschland. Mit uns kommen Sie gut nach Hause. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung Autofahrer! Auf der Autobahn A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eschenried und Ausfahrt Dachau hat sich ein Unfall ereignet. Momentan ist der rechte Fahrstreifen blockiert. 12 Kilometer Stau. Im Stadtgebiet München kommt es aufgrund des starken Berufsverkehrs zu Behinderungen. Stau auch am Richard-Strauss-Tunnel wegen einer Baustelle. Bitte umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig. Radio Liberty, alle 15 Minuten für ganz Süddeutschland. Mit uns kommen Sie gut nach Hause. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Hauptbahnhof. Gleis 13, Einfahrt des Interregios 114 nach Bern, Zofingen, Sursee, Luzern, Abfahrt um 8.34 Uhr. Erste Klasse, Sektoren A und B. Zweite Klasse, Sektoren B, C und D. Speisewagen im Sektor B. Eine wichtige Information für die Passagiere nach Genf. Der Intercity um 8.45 Uhr fällt wegen einer Weichenstörung aus. Die nächstmögliche Verbindung nach Genf ist über Lausanne um 9.45 Uhr von Gleis 11. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Gleis 13, Einfahrt des Interregios 114 nach Bern, Zofingen, Sursee, Luzern, Abfahrt um 8.34 Uhr. Erste Klasse, Sektoren A und B. Zweite Klasse, Sektoren B, C und D. Speisewagen im Sektor B. Eine wichtige Information für die Passagiere nach Genf. Der Intercity um 8.45 Uhr fällt wegen einer Weichenstörung aus. Die nächstmögliche Verbindung nach Genf ist über Lausanne um 9.45 Uhr von Gleis 11. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Der Wetterbericht. Und hier noch die aktuellen Wetteraussichten. In der Nacht zum Freitag ist es im Westen und Nordwesten Deutschlands gering bewölkt und meist trocken. Sonst ziehen bei zunehmender Bewölkung von Süddeutschland her mitunter kräftige Regengüsse und Gewitter von Thüringen bis an die Elbe im Osten. Dort kann es lokal sogar zu schweren Unwettern kommen und die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad. Achtung! Sturmböen in Gewittergebieten im Osten des Landes, sonst überall schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Der Wetterbericht. Und hier noch die aktuellen Wetteraussichten. In der Nacht zum Freitag ist es im Westen und Nordwesten Deutschlands gering bewölkt und meist trocken. Sonst ziehen bei zunehmender Bewölkung von Süddeutschland her mitunter kräftige Regengüsse und Gewitter von Thüringen bis an die Elbe im Osten. Dort kann es lokal sogar zu schweren Unwettern kommen und die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad. Achtung! Sturmböen in Gewittergebieten im Osten des Landes, sonst überall schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Ende von Hören Teil 1. Zertifikat B1. Modul Hören. Modellsatz. Hören Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Jan, hier ist Frank. Wir wollten doch im Sommer eine Woche ans Meer fahren. Ich bin gerade im Internet. Im Juni gibt es noch günstige Flüge nach Sizilien. Die Übernachtung müssen wir noch klären. Meine Tante wohnt doch dort. Bei ihr könnten wir vielleicht schlafen. Ansonsten bieten die hier auch noch billige Hotelzimmer an. Oder wir gehen campen. Das fände ich am besten. Ich schicke dir den Link. Schau es dir doch mal an. Tschüss. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Jan, hier ist Frank. Wir wollten doch im Sommer eine Woche ans Meer fahren. Ich bin gerade im Internet. Im Juni gibt es noch günstige Flüge nach Sizilien. Die Übernachtung müssen wir noch klären. Meine Tante wohnt doch dort. Bei ihr könnten wir vielleicht schlafen. Ansonsten bieten die hier auch noch billige Hotelzimmer an. Oder wir gehen campen. Das fände ich am besten. Ich schicke dir den Link. Schau es dir doch mal an. Tschüss. Lesen Sie nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Frau Stein, hier ist die Praxis Dr. Becker. Es geht um Ihre Grippeimpfung. Frau Dr. Becker muss zu einer Operation. Könnten Sie vielleicht auch am Freitag um 14 Uhr kommen? Das ist dann noch in diesem Quartal. Sie müssten also die 10 Euro Praxisgebühr nicht zahlen. Geben Sie mir bitte heute noch Bescheid, ob Sie Zeit haben. Ach, und noch etwas. Ihre Chipkarte ist bei uns. Sie haben sie letztes Mal bei uns vergessen. Danke und auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Frau Stein, hier ist die Praxis Dr. Becker. Es geht um Ihre Grippeimpfung. Frau Dr. Becker muss zu einer Operation. Könnten Sie vielleicht auch am Freitag um 14 Uhr kommen? Das ist dann noch in diesem Quartal. Sie müssten also die 10 Euro Praxisgebühr nicht zahlen. Geben Sie mir bitte heute noch Bescheid, ob Sie Zeit haben. Ach, und noch etwas. Ihre Chipkarte ist bei uns. Sie haben sie letztes Mal bei uns vergessen. Danke und auf Wiederhören. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
Hallo Frau Brahms, Ulf Thomas hier von der HGB-Versicherung. Sie haben sich bei uns als Verkaufsleiterin beworben, doch leider fehlen in Ihren Unterlagen zwei Zeugnisse, die für die Bewerbung sehr wichtig sind. Es geht um die Zertifikate für die besuchten Computer- und Englischkurse. Die haben Sie zumindest so in Ihrem Lebenslauf genannt. Ich bitte Sie, diese Unterlagen so schnell wie möglich an uns zu schicken oder mich bei Rückfragen anzurufen. Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Frau Brahms, Ulf Thomas hier von der HGB-Versicherung. Sie haben sich bei uns als Verkaufsleiterin beworben, doch leider fehlen in Ihren Unterlagen zwei Zeugnisse, die für die Bewerbung sehr wichtig sind. Es geht um die Zertifikate für die besuchten Computer- und Englischkurse. Die haben Sie zumindest so in Ihrem Lebenslauf genannt. Ich bitte Sie, diese Unterlagen so schnell wie möglich an uns zu schicken oder mich bei Rückfragen anzurufen. Vielen Dank. Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Achtung Autofahrer! Auf der Autobahn A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eschenried und Ausfahrt Dachau hat sich ein Unfall ereignet. Momentan ist der rechte Fahrstreifen blockiert. 12 Kilometer Stau. Im Stadtgebiet München kommt es aufgrund des starken Berufsverkehrs zu Behinderungen. Stau auch am Richard-Strauss-Tunnel wegen einer Baustelle. Bitte umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig. Radio Liberty, alle 15 Minuten für ganz Süddeutschland. Mit uns kommen Sie gut nach Hause. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung Autofahrer! Auf der Autobahn A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eschenried und Ausfahrt Dachau hat sich ein Unfall ereignet. Momentan ist der rechte Fahrstreifen blockiert. 12 Kilometer Stau. Im Stadtgebiet München kommt es aufgrund des starken Berufsverkehrs zu Behinderungen. Stau auch am Richard-Strauss-Tunnel wegen einer Baustelle. Bitte umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig. Radio Liberty, alle 15 Minuten für ganz Süddeutschland. Mit uns kommen Sie gut nach Hause. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Hauptbahnhof. Gleis 13, Einfahrten sind der Regios 114 nach Bern, Zofingen, Sursee, Luzern, Abfahrt um 8.34 Uhr. Erste Klasse, Sektoren A und B, zweite Klasse, Sektoren B, C und D. Speisewagen im Sektor B. Eine wichtige Information für die Passagiere nach Genf. Der Intercity um 8.45 Uhr fällt wegen einer Weichenstörung aus. Die nächstmögliche Verbindung nach Genf ist über Lausanne um 9.45 Uhr von Gleis 11. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Gleis 13, Einfahrten sind der Regios 114 nach Bern, Zofingen, Sursee, Luzern, Abfahrt um 8.34 Uhr. Erste Klasse, Sektoren A und B, zweite Klasse, Sektoren B, C und D. Speisewagen im Sektor B. Eine wichtige Information für die Passagiere nach Genf. Der Intercity um 8.45 Uhr fällt wegen einer Weichenstörung aus. Die nächstmögliche Verbindung nach Genf ist über Lausanne um 9.45 Uhr von Gleis 11. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio.
Der Wetterbericht. Und hier noch die aktuellen Wetteraussichten. In der Nacht zum Freitag ist es im Westen und Nordwesten Deutschlands gering bewölkt und meist trocken. Sonst ziehen bei zunehmender Bewölkung von Süddeutschland her mitunter kräftige Regengüsse und Gewitter von Thüringen bis an die Elbe im Osten. Dort kann es lokal sogar zu schweren Unwettern kommen und die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad. Achtung! Sturmböen in Gewittergebieten im Osten des Landes, sonst überall schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Der Wetterbericht. Und hier noch die aktuellen Wetteraussichten. In der Nacht zum Freitag ist es im Westen und Nordwesten Deutschlands gering bewölkt und meist trocken. Sonst ziehen bei zunehmender Bewölkung von Süddeutschland her mitunter kräftige Regengüsse und Gewitter von Thüringen bis an die Elbe im Osten. Dort kann es lokal sogar zu schweren Unwettern kommen und die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad. Achtung! Sturmböen in Gewittergebieten im Osten des Landes, sonst überall schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Ende von Hören Teil 1. Thank you.